Aufschalts aus dem Schacht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Black Imus. Ja Leute, ich will heute mal ein Informationsvideo machen und zwar zur PlayStation 4 und Xbox One. Ich weiß, viele werden sich denken, gar nicht schon wieder das leidige Thema, aber ich finde, es muss halt einfach mal richtig geklärt werden, weil im Internet viele falsche Beiträge vorhanden sind und auch einige Leute überhaupt keinen Plan haben, was einzelne Begriffe bedeuten, und ich möchte halt einfach mal euch ein bisschen aufklären. Ich muss dazu sagen, ich habe die News von PlayStation 4 und Xbox One von Anfang an verfolgt, habe das auch in der Tabelle dokumentiert und verglichen, und ich denke, deshalb kann ich jetzt auch relativ gut Auskunft drüber geben. Was ich vorab noch sagen möchte, ich besitze die PS3 und auch die Xbox 360, also ich bin nicht irgendein Fanboy, sondern ich will wirklich neutral an die Sache gehen und ja, habe da mal einige Punkte rausgesucht. Und zwar habe ich das Ganze in 8 Punkte gegliedert, wobei ich sagen muss, dass es am besten ist, wenn ihr bis zum Schluss zuhört, weil der wichtigste Punkt der letzte Punkt sein wird. Und ich würde sagen, ich fange dann auch einfach mal an. Kommen wir zum ersten Punkt, dem Prozessor. Die PlayStation 4 und Xbox One setzen auf jeden Fall auf den gleichen Prozessor. Das ist ein x86-64-Bit-8-Kern-Prozessor, der da zum Einsatz kommt. Und das ist wahrscheinlich das Jaguar-Modell von AMD mit 2x2 MB L2-Cache und 8-Kern. Der Prozessor wird normalerweise in Laptops verbaut und ist jetzt auch in den Konsolen. Der Prozessor unterstützt normal eine Taktrate von bis zu 2 GHz, jedoch werden die Konsolen, also beide Konsolen, nur mit 1,6 GHz arbeiten, weil man damit die Wärmeentwicklung reduzieren will, um die Lebensdauer der Konsolen zu erhöhen. Im zweiten Punkt soll es mal um den RAM gehen, und zwar sollen ja beide Konsolen mit 8 GB RAM kommen. Jedoch gibt es halt schon einige Gerüchte, dass vielleicht Xbox One mit 12 GB RAM kommen könnte. Wie gesagt, sind nur Gerüchte, wurde auch noch nicht weiter bestätigt. Die PlayStation 4 setzt halt auf den DDR5 RAM und die Xbox One auf den DDR3 RAM. DDR3 RAM sind halt 68,3 GB pro Sekunde und DDR5 RAM 176 GB pro Sekunde. Viele werden sich jetzt denken, okay, da hat Sony auf jeden Fall mehr Leistung, ist aber nicht der Fall, weil Microsoft noch einen speziellen ES-RAM verbaut, damit ein normalen RAM nicht gleichgesetzt werden kann. Und das vergessen halt viele. Der ES-RAM ist zwar nur 32 MB groß, aber ES-RAM, Embedded Static RAM, ist ein spezieller Zwischenspeicher, der extrem schnell ist. Und der ist halt an die CPU sowie an die GPU angebunden. Ihr wisst ja, CPU ist für den Prozessor und GPU für die Grafikkarte. Und der RAM wird halt speziell für große Grafikberechnungen genutzt, die sehr aufwendig sind, weil er halt, wie gesagt, so extrem schnell ist. Man kann den ES-RAM auch noch nicht so richtig einordnen, weil da einfach noch die Tests fehlen. Microsoft hat aber jetzt nochmal ihre Software angepasst und festgestellt, dass der ES-RAM leistungsstärker ist als wie vermutlich angenommen, und da haben sich einige Testlabore mal drauf gestürzt und die Berechnung durchgeführt, und zwar hat man jetzt festgestellt, dass die Xbox One eine Rechenleistung von 192 GB pro Sekunde schafft. Also wenn ich das jetzt nochmal zum Vergleich nehme, die Xbox One hat jetzt 192 GB pro Sekunde und die PlayStation 478 GB pro Sekunde. Wie gesagt, das ist jetzt kein großer Unterschied und das sind auch nur theoretische Werte, also sie werden für beide Konsolen wahrscheinlich in der Praxis abweichen. Ich wollte jetzt hier bloß mal klarstellen, dass die halt wirklich dieselbe Rechenleistung haben. Und ein Entwickler hat auch mal gesagt, dass beide Konsolen genug Ressourcen bieten für die Spieleentwicklung. Von daher sollte es jetzt egal sein, wer da ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger hat. Im Endeffekt haben sie auf jeden Fall annähernd die gleiche Power. Was ich vielleicht noch erwähnen wollte oder sagen möchte, ist, dass ursprünglich Sony gesagt hat, dass die für ihr System 1-2 GB reserviert haben. Jetzt ist aber rausgekommen, dass es 3,5 GB sind, die für das System reserviert sind, und somit bleiben dann bloß noch 4,5 GB für die Spiele übrig. Ist aber auch vollkommen ausreichend auf jeden Fall. Im dritten Punkt soll es mal um die Grafik gehen, und zwar Sony und Microsoft setzen beide auf eine Grafikkarte von AMD, die in beiden Fällen mit 800 MHz getaktet ist. Sony gibt an, dass die Grafikkarte 18 Recheneinheiten hat und die Xbox One nur 12 Recheneinheiten. Recheneinheiten kümmern sich halt um die korrekte, schnelle physikalische Berechnung von Spielewelten. Microsoft hat jedoch schon bekannt gegeben, dass sie eventuell doch an der Taktfrequenz nochmal drehen wollen, um somit denselben Wert wie die übertaktete Grafikkarte von Sony zu erreichen. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass die Grafikkarte von der Xbox One die Möglichkeit hat, auf den schnellen ES-RAM zurückzugreifen, was ich halt vorhin schon mal erklärt habe, und dadurch würde dann halt auch nochmal eine größere Leistung entstehen. Wichtig ist es jedoch nur, dass der ES-RAM richtig genutzt wird und die Spieleentwickler ihn halt auch richtig integrieren. Wenn ich jetzt mal zu einem kurzen Fazit komme nach den drei Punkten,
hat die PlayStation 4 auf jeden Fall auf dem Blatt Papier die größere Rechenleistung, was aber in der Praxis nicht der Fall sein wird, weil Microsoft halt den speziellen ES-RAM verbaut hat und somit sind eigentlich beide Konsolen gleich auf, also da wird sich kein großer Unterschied ergeben. Im vierten Punkt möchte ich mal auf den Controller eingehen. Ich finde generell beide Controller echt gut, möchte dann noch einige Features aufzählen. Ich fange am besten mal mit dem Microsoft-Controller an. Und zwar der Controller von der Xbox One ist um ein Vielfaches schneller bei der Reaktion und Übertragung der Daten und somit halt auch präziser. Die neuen Trigger, die am Controller hinten dran sind, geben Impulse an die Finger ab. Somit hat man ein besseres Gefühl, was im Spiel passiert. Zudem verbindet sich der Controller mit dem Kinect und erkennt halt, welche Person vor dem Controller sitzt und merkt sich auch, welcher Controller zu welchem Spieler dann gehört, um somit beim Starten eines Spiels automatisch die Tastenbelegung bzw. Spielerprofile zu laden. Und das finde ich eigentlich eine recht geile Sache. Jetzt mal noch was kurz zum PlayStation 4 Controller. Und zwar hat er auch einige nette Features, zum Beispiel das Touchfeld und der Share-Button, und er soll auch extrem gut in der Hand liegen, so aber auch der Xbox Controller. Was noch interessant gewesen wäre, Sony hatte die Idee, einen biometrischen Sensor einzuarbeiten, der zum Beispiel den Schweiß messen sollte oder die Veränderung beim Hautwiderstand, jedoch hat es halt Sony verworfen, was ich extrem schade finde, weil das mal ein richtig geiles Feature gewesen wäre. Im fünften Punkt möchte ich mal allgemeine Sachen besprechen, und zwar beide Konsolen unterstützen keine Abwärtskompatibilität und haben nahezu dieselben Anschlüsse. Auch haben beide Konsolen keine Gebrauchsspielsperren. Das wurde auch von Microsoft schon oft gesagt, dass das nicht von denen kommt, sondern dass es die Entwickler selber entscheiden können, wie es halt auch bei Sony gewesen wäre. Fällt jetzt aber halt komplett flach, finde ich auf jeden Fall auch gut. Ansonsten hat die Xbox One keinen Online-Zwang mehr, ist für die Leute, die gern offline spielen, auf jeden Fall auch eine tolle Sache. Und ansonsten kann man halt die Spiele ganz normal wie immer im Handel kaufen, bei Mediamarkt oder irgendwo anders, weil die Spiele auf DVD und Blu-ray erscheinen werden. Vielleicht nur kurz was zu den Exklusivtiteln. Beide Konsolen werden annähernd die gleiche Anzahl an Exklusivtitel bieten. Also hier ist einfach nur Geschmackssache. Und ich freue mich aber trotzdem auf die Microsoft-Exklusivtitel, weil die sehen echt gut aus. Natürlich die auch von PlayStation 4. Wie gesagt, hier muss halt jeder selber entscheiden, was ihm besser gefällt. Im sechsten Punkt möchte ich mal auf den Preisunterschied und Kinect 2.0 eingehen. Hier hat halt Sony bei vielen gepunktet, da die Konsole 100 Euro billiger sein wird als die Xbox One. Obwohl es mittlerweile auch Gerüchte gibt, dass die Xbox One vielleicht auch für 399 Euro erhältlich sein wird. Was ich mir aber nicht vorstellen kann. Auf jeden Fall finde ich schade, dass der Preis viele Leute blendet. Und zwar bekommt man halt bei der Xbox One Kinect dazu. Viele werden zwar jetzt aufschreien und sagen, ja, ich werde überwacht mit dem Teil, Scheißteil brauche ich nicht, etc. pp. Aber es wurde mehrfach von Microsoft dementiert und auch von unserer deutschen Bundesregierung bestätigt, dass mit dem Kinect keine Spionage betrieben wird. Und wer es halt nicht glaubt, der soll halt das Ding zukleben oder so. Ich finde das jetzt halt wirklich schlimm. Ich möchte jetzt trotzdem nochmal auf das Kinect selber eingehen. Und zwar, das Kinect hat in der Entwicklung mehr Geld gekostet als die PlayStation 4 oder Xbox One. Und das zeigt eigentlich, wie viel Technik da drin steht. Auch finde ich die Sprach- und Gestiksteuerung extrem cool und viele große Spieleentwickler haben halt angekündigt, dass sie das Kinect in die Spiele mit integrieren wollen, und das stelle ich mir schon ziemlich cool vor. Unter anderem ist da halt gefallen, dass man sich selber in einem Spiel darstellen kann, zum Beispiel in einem Online-Rollenspiel, oder dass man zum Beispiel bei Battlefield oder Call of Duty oder sonst was mit Sprach- und Gestiksteuerung irgendwelche Befehle ausführen kann, und das bringt natürlich ein ganz anderes Spielerlebnis, wird natürlich auch viel dynamischer. Dann, ich meine, gut, viele werden sich zwar sagen, ja, brauche ich nicht und habe ich keine Lust dazu, von meinem Bildschirm rumzuhampeln. Ich finde auf jeden Fall die Idee gut und ich denke, in Zukunft wird es auch uns viel Freude bereiten, also zumindest die, die sich für die Xbox One und Kinect entscheiden. Natürlich kostet die halt 100 Euro mehr, weil das Kinect dazu ist. Vielleicht noch kurz was zum Kinect. Viele werden sich jetzt denken, ja toll, dann zocke ich, meine Eltern kommen rein und sagen Xbox ausschalten. Das wird auch nicht der Fall sein, kann ich euch beruhigen. Weil wenn ein Profil geladen wird, also das Spielerprofil geladen wird, wird auf jeden Fall eine Spracherkennung stattfinden. Das heißt, dass plus ihr die Xbox-Konsole steuern könnt. Also nicht, dass jemand reinkommt, sagt Xbox ausschalten. Der wird dann einfach die Stimme gar nicht erkennen, sondern nur auf eure Stimme reagieren. Das bloß mal so am Rande noch erwähnt. Ich verstehe auch nicht, warum sich so viele Leute über die Spionage etc. pp. Von Kinect aufregen, weil zum ersten wurde das ja bestätigt, dass es nicht der Fall ist, und zweitens, Leute, wenn ihr irgendwas im Internet macht, irgendwo rumsurft, mit Handy schreibt oder telefoniert, ihr werdet heutzutage fast überall überwacht, von daher ist es nicht anders als sonst auch, und deshalb verstehe ich auch nicht, dass die Leute sich so extrem aufregen.
Im siebten Punkt möchte ich mal auf die Entwicklung der Spiele plus Software eingehen. Wie viele ja mitbekommen haben, haben große Entwickler von Multiplattform-Games einen Vertrag mit Microsoft, zum Beispiel EA und Activision. Und das heißt, dass die Spiele natürlich dann auch für die Xbox One entwickelt werden, wenn sie halt im Vertrag mit Microsoft stehen und wieder nur auf die PlayStation 4 implementiert werden. Und ich denke, das dürfte auch logisch sein. Logisch ist natürlich dann auch, dass die Titel auf jeden Fall auf der Xbox One nicht schlechter aussehen werden als wie auf der PlayStation 4, weil sich das definitiv Microsoft nicht bieten lassen würde. Und da kommt man eigentlich wieder zum alten Vergleich zwischen PlayStation 3 und Xbox 360. Auch hier war die PlayStation auf dem Blatt Papier besser. Letztendlich war es dann doch oft so, dass die Xbox 360 die bessere Grafikkarte hatte, auch wenn der Unterschied wirklich gering war und nicht ins Gewicht fällt. Was vielleicht noch zu sagen ist, dass natürlich dann auch die DLCs für die Xbox One eher kommen. Der wichtigere Punkt, finde ich, ist aber die Software, also das Betriebssystem, und da hat Microsoft einfach die besseren Leute positioniert aufgrund ihrer Erfahrung mit Windows, und eine gute Softwareoptimierung ermöglicht natürlich Entwicklung, eine bessere Umsetzung und Programmierung ihrer Spiele und somit auch den endgültigen Grafik- und Rechenvergleich. Und das haben wir halt in der Zukunft auch, in der Vergangenheit auch schon oft gesehen, dass da halt Microsoft wirklich viel tut. Kommen wir jetzt mal zum letzten Punkt, und zwar Cloud Gaming plus Zukunft der Spiele. Ist, finde ich, meiner Meinung nach der wichtigste Punkt. Cloud Gaming bedeutet, dass Spiele auf externen Servern laufen, das heißt, Spieleentwickler werden zukünftig ihre Spielberechnungen und Teile der Daten auf die Server legen. Ich habe dazu mal ein schönes Zitat rausgesucht, und zwar lautet, dass Cloud-Dienste von Microsoft seien viele weitere Dinge möglich. So könnte man die künstliche Intelligenz auf eigenen Servern auslagern. Physikalische Berechnungen würden davon profitieren, dass sie nicht einmal in Echtzeit synchronisiert werden müssten. Also wer sich damit schon mal beschäftigt hat, weiß eigentlich, was mit dem Satz gemeint ist. Ich will das trotzdem nochmal für alle ein bisschen zusammenfassen. Und zwar besteht halt die Möglichkeit für die Xbox One, eine extrem große Rechenleistung zu erzeugen. Microsoft hat mal von unendlich großer Rechenleistung gesprochen, kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil dann müsste die letzte Konsole sein, die wir kaufen. Und was bringt das Ganze eigentlich? Ganz einfach, die Auslagerung der Daten erzielt man halt nicht nur eine größere Rechenleistung, sondern gibt halt den Entwicklern die Möglichkeit, neue Spiellobby-Suchungen einzubauen. Bis jetzt war es halt so, dass egal ob PlayStation 3 oder Xbox 360, die Lobbysuche nach IP-Adressen stattgefunden hat. Die IP-Adressen beziehen ja zum Beispiel ein bestimmtes Gebiet. Man hat deshalb gehofft, wenn man das so macht, dass dann der Unterschied zwischen den Ping-Zeiten gering ist und die Lag-Compensation deshalb nicht so groß in Kraft treten muss. Es war aber halt oftmals nicht der Fall, weil die Ping-Zeiten zum Server halt unterschiedlich sein können. Zum Beispiel, ich habe 50 und der jemand anders hat 150 zum Server. Das bedeutet, ich hätte ja normal einen Vorteil, und deshalb habe ich den künstlichen Lag bekommen. Und wie ihr ja wisst, hat das nicht wirklich gut funktioniert, die Umsetzung. Und jetzt werden halt die Spiellobby-Suchen nach den Ping-Zeiten organisiert. Und das hat halt den Vorteil, dass wenn viele Leute mit dem gleichen Ping oder fast selben Ping in einer Lobby sind, braucht man halt nicht mehr so krass die Lag-Compensation, und damit passiert auch endlich das, was wir halt wirklich machen, und die Kugeln fliegen nicht mehr um die Ecke, und das finde ich eigentlich eine richtig geile Sache. Wie gesagt, Microsoft hat vor kurzem auch nochmal einige coole News dazu rausgegeben, und zwar haben die ihr eigenes Spiellobby-System nochmal verbessert, und zwar soll das Ganze nach Spieldetails, Spielinhalten, Spielstil etc. organisiert werden. Das finde ich auf jeden Fall auch ganz geil. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich ganz einfach, und zwar, wir werden wahrscheinlich dann eigene Server für bestimmte Spiele erhalten, und damit können die Spieleentwickler halt Spieldetails direkt auf den Server legen, und deshalb muss dann die Konsole nicht mehr die ganze Bearbeitung von den Daten übernehmen, sondern das macht dann der Server und schickt dann halt bloß noch ein Paket zurück, dass halt alles in Ordnung ist, und das geht halt dementsprechend viel, viel schneller. Zum anderen werden halt auch Shooter besser laufen, weil das Ganze jetzt in 60 FPS laufen wird und nicht mehr in 30 FPS, also FPS sind ja die Bilder pro Sekunde. Und damit sollte es dann eigentlich nicht mehr so sein, dass man um die Ecken gekillt wird oder sonst irgendwelche Kacke. Auf jeden Fall muss ich der Microsoft halt hoch anrechnen. Die haben halt ihre Server schon von 15.000 auf 300.000 Server erweitert und haben 7 Millionen US-Dollar reingesteckt. Also die haben wirklich viel in diese Richtung getan, und ich finde das extrem wichtig. Sony geht ja natürlich jetzt auch in diese Richtung. Das sieht man einfach daran, dass sie jetzt für ihr PlayStation-Netzwerk auch Geld verlangen, weil ansonsten könnten sie das nicht machen. Wie sollen sie auch so viel Server verwalten und zur Verfügung stellen, wenn die Leute nicht dafür bezahlen? Für mich ist das halt, wie gesagt, der wichtigste Punkt und auch der Kaufgrund gewesen, warum ich mich für die Xbox One entschieden habe, weil ich halt einfach online nur zocken möchte, und da hat halt einfach Microsoft ein bisschen die Nase vorn. Ansonsten sind es beide auf jeden Fall gute Konsolen geworden, und vielleicht kaufe ich mir auch beide, aber die Xbox One wird auf jeden Fall die erste sein.
Ich möchte das Ganze aber nochmal abrunden. Und zwar haben einige große Entwickler, zum Beispiel von Crysis, gesagt, die Zukunft der Spielwelt liegt im Cloud bzw. im Free-to-Play. Man wird halt in Zukunft jedes Spiel kostenlos bzw. gegen kleines Geld bekommen und die Firmen werden dann halt ihr Geld mit DLCs verdienen. Das heißt im Groben und Ganzen, dass halt ein Spiel kommt und wir das kostenlos spielen können, man halt nur eine Waffe und ein Outfit hat und wenn man dann halt eine andere Waffe oder einen anderen Aufsatz oder Tarnung oder was weiß ich haben will, muss man sich das halt für echtes Geld kaufen und damit werden halt die Entwickler dann ihr Geld verdienen. Und ja, dieser Satz zeigt eigentlich sehr schön, dass halt wirklich die Zukunft der Spielewelt beziehungsweise wohin das mal gehen soll im Cloud-System. Und für mich ist deshalb der wahre Gewinner die Konsole, die halt das Cloud-System besser unterstützt. Und vielleicht mal noch ein kurzes Fazit. Die PS4 hat halt auf dem Blatt Papier die bessere Rechenpower, jedoch kann man halt an dem ES-RAM erkennen, dass Xbox die gleiche Rechenleistung wahrscheinlich erzielen wird und eigentlich dann halt nach dem Cloud Gaming beziehungsweise wer halt gern online zockt, danach gegangen werden soll, was man sich halt kauft, sich da vielleicht nochmal bei beiden reinlesen, was einem mehr zusagt. Und ich hoffe, euch hat das Ganze ein bisschen gefallen, ist zwar jetzt ziemlich lang geworden, aber es ist halt ein wichtiges Thema gewesen und ich wollte euch halt mal wirklich aufklären, dass halt einfach mal die wahren Fakten habt und nicht irgendwas lest im Netz, was halt nicht stimmt. Und euch so besser entscheiden könnt, würde mich natürlich über Kommentare und Bewertungen freuen. Auch wenn ihr Fragen habt oder so, schreibt es gerne unten rein. Ihr könnt euch auf jeden Fall irgendwelche sinnlosen Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fanboys von Xbox oder PlayStation seid, sparen, weil ich habe das einfach mal so gestaltet, dass ich beide Konsolen verglichen habe nach den Daten und Fakten, wie es halt wirklich so ist. Ich beziehe mich da auch auf vielen Quellen aus dem Internet und nicht von irgendwelchen PlayStation oder Xbox One Foren oder Magazinen. Von daher sollte das eigentlich passen und ich würde sagen, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black Imus.